So, meine Freunde. Ja, wer sich jetzt hier denkt, was für einen krassen Pullover ich anhabe, oder wer meint, irgendwelche geilen Kommentare drunter zu schreiben, was für ein krasser Pullover das für ist, oder wie mega hässlich dieser Pullover ist. Whatever. Freunde, ihr seid hier auf meinem Kanal. Ich habe schon immer das gemacht, was ich will. Ich wollte diesen Pullover. Ich wollte diese Farbe. Diese Farbe ist extra so ausgesucht, weil ich Bock drauf hatte. Und wenn ich auf was Bock habe, dann mache ich das. Freunde, whatever. Ich mache das, was ich will. Dieser Pullover hat einen folgenden Sinn und Zweck. Er sieht geil aus. Geiler Pullover. Was soll man noch sagen, Freunde? Was soll man noch sagen, außer dass es ein geiler Pullover ist und ich hier 335,03 € habe. Freunde, ja, es ist soweit. Ich habe das Mofa verkauft für 300 €, meine Freunde. 300 € habe ich mit diesem Mofa verdient oder Umsatz gemacht und habe jetzt ein Budget von 335,03 €. Das ist mein aktuelles Budget, um weitere geile Projekte zu finanzieren. Nachdem ich was verkauft habe, kommt immer eine Kostenauflistung, damit das alles hier transparent wie möglich ist, damit ihr die Chance habt, genau das gleiche zu machen, wie ich es gemacht habe. Denkt dran, ich habe angefangen mit Fahrrädern, eins für 15, eins für 20 €. Ich glaube, ich habe auch noch Beweise oder Screenshots gemacht von den jeweiligen Anzeigen auf eBay und von den Sachen und hier und da und tralala, damit das hier alles wirklich seine Transparenz hat und mir keiner hier irgendwie sagen kann, von wegen, hey, das ist scheiße, du hast blablabla, du hast gemogelt, dies, das, ananas. Aber natürlich habt ihr auch die Möglichkeit zu sagen, der Pullover ist scheiße, aber der ist nicht scheiße, der ist geil. Denn, Jungs, warum? Genau hier, guckt ihr euch dieses aggressive Pink an. Dieses aggressive Pink, es ist so geil. Die Farbe des Pullovers ist total egal, denn Hauptsache du hast den Berg auf der Brust, weil dann ist der Pullover schon wieder mega geil. Dann hat er hier KTP. Kiss the Pro. Und natürlich Werbeträger Nummer 1, dieser Pullover. Wenn man irgendwo ist und hinter jemand steht, dann erkennt man natürlich auch, Moment, hier auf der Kapuze, seht ihr es, nochmal, Kiss the Pro in Knallpink. Und wenn dann einer bei Maggis hinter einem an der Schlange steht und denkt, ey, was ist Kiss the Pro, dann googelt er, was ist Kiss the Pro, und dann sieht er meinen Kanal und dann denkt er, oh, geiler Kanal, dann abonniert der und dann, Freunde, rosa ist geil, mir gefällt's. Ich habe auch hier noch einen hellblau machen lassen. Der hellblaue Pullover, den habt ihr auch schon gesehen in einem anderen Video. Ich hab auch noch einen beigen Pullover, ich habe auch noch einen weißen Pullover. Und es kommen so ein, zwei Sachen, die mir gefallen, die ich umsetzen will und die ich testen will und die ich probieren will. Und hier ist eins davon. Einfach nur geil. Zurück zum Thema. 335,03 €, nachdem ich ein Projekt verkauft habe und gebaut habe und dann verkauft habe und Umsatz generiert habe, möchte ich natürlich die Kosten auflisten. Und das ist passiert in diesem Video. Wenn wir uns zurückerinnern, ein Budget von 160 € mit den Fahrrädern gehabt. Für diese 160 € habe ich euch gebeten, schreibt mir in die Kommentare, was kann ich machen, was kann ich kaufen, was soll ich kaufen, auf was habt ihr Bock? Das Kommentar Mofa hat sich geholfen und ich habe gedacht, Mofa? Und dann habe ich gedacht, geil, auf Mofa hast du richtig Bock, da habe ich auch richtig Lust drauf. Und ja, das habe ich mir dann gekauft. Mofa habe ich mir gekauft für 100 €. Und da habe ich dann Teile reingesteckt. Als erstes habe ich den Tank gereinigt, das wisst ihr, da habe ich dann Chlorix gekauft, das Reinigungsmittel in diesen Flaschen. Da habe ich zwei Flaschen gekauft, beide zusammen für 7,99 € bei irgendeinem Markt. Darf ich das hier eigentlich so nennen? Ich habe das beim Real gekauft, aber es ist kein Product Placement, ihr kriegt das auch überall woanders, ihr könnt es auch bei Amazon kaufen. Ich kann euch auch den Link von Amazon in die Beschreibung packen, da gibt es sogar günstiger. Aber ich habe es bei Real gekauft für 7,99 €, fertig aus. So, es ist kein Product Placement, egal was ich hier mache, es ist nie Product Placement, in meinen Videos gibt es kein Product Placement, fertig aus. Dann habe ich bei Motorrad Polo, weil ich das schnell machen wollte, weil ich am gleichen Tag noch die Schläuche und den Benzinfilter kaufen wollte, damit ich direkt anfangen kann zu bauen und zu tüfteln, habe ich bei Motorrad Polo einen Benzinschlauch und einen Benzinfilter gekauft. Benzinschlauch für 7,99 €, Benzinfilter für 8,99 €. Habe somit insgesamt Kosten von 124,97 € gehabt mit dem Mofa und ja, habe das von 160 € abgezogen. Und hatte dann ein Restbudget von den 160 €, das hatte ich ja noch, von 35,03 €. Jetzt hatte ich 35,03 € und jetzt bin ich ein bisschen mit dem Mofa rumgefahren. Ihr habt gesehen, ich hatte ein bisschen Spaß damit. Ihr habt ein cooles Video gesehen. Euch hat das Video extrem gut gefallen. Ey, die Resonanz von dem Video, Freunde, mega. Vielen Dank dafür.
War echt cool. Und die Kommentare darunter, grande. Grande, grande, el dente, el punto, el clásico, el krass. War geil. War einfach nur geil. Hat mega Spaß gemacht. Vielen, vielen, vielen Dank auch dafür. Und es kommen weitere solche Videos. Gib mir Zeit, gib mir besseres Wetter, dann kommen die Videos weiterhin so, wie ihr sie da gefeiert habt mit dem Mofa. Ja, was soll ich sagen? Genau, und dann habe ich ja 35,03 € Restbudget gehabt. Und das habe ich ja nicht investiert. Ich habe meinen Mofa angemeldet. Das zähle ich aber nicht dazu, weil das war einfach für mich. Ich hätte es auch direkt wieder verkaufen können, ohne dass ich damit auf der Straße fahre. Aber ich habe meinen Mofa angemeldet für 37 € irgendwas. Aber ich habe das Mofa auch schon wieder verkauft. Von daher schicke ich es nur mal schnell zurück und ich kriege mindestens 35 € wieder. Von daher, das zähle ich nicht mit, weil das war so für meinen privaten Nutzen, für meinen Zweck, für meine Lust und für meine Laune. Wie der Pullover. Erstmal einen Schluck grünen Tee. Kalt, versteht sich. Ja, und dann habe ich heute vor 1,5 Stunden, habe ich das Mofa dann verkauft. Hab das Mofa inseriert auf eBay, hab coole Bilder gemacht, hab das für 329 € angeboten und hab gesagt, Verhandlungsbasis und für 300 €, was mein Limit war, also meine Grenze war 300 €, hab ich's verkauft. Heute. Und der Kollege, der das Fahrzeug gesehen hat, der das Mofa gesehen hat, der hat gesagt, so ein Mofa, 85er Baujahr, in dem Zustand, ohne Rost, findest du nicht mehr. Und da habe ich mir so gedacht, okay, krass. Das Mofa, was ich gekauft habe, war für 200 € inseriert. Und für 100 € habe ich es gekauft. Und ja, da habe ich 80 € vorgeschlagen. Ich habe radikal, ich war richtig aggressiv im Handel. Habe gesagt, ey Digga, für 80 € kann ich es dir mit, nehme ich sofort mit. Und dann sagte er, 80 € kann ich machen. Dann ging das so hin und her, hin und her, hin und her. Und am Ende habe ich es dann für 100 € gekauft und für 100 € auch bekommen. Und ja, fand ich klasse. Mega cool. Jetzt habe ich 300 € damit Umsatz gemacht. Reiner Gewinn davon, nach Abzug der Kosten mit Benzin, Schlauchbenzin, Filter, Danklorix und etc. 175,03 € Gewinn gemacht. Und genau, wenn ich jetzt die 300 € Umsatz rechne, plus das Budget von 35,03 €, komme ich auf 335,03 € aktuelles Budget. Und jetzt ist wieder eure Hilfe gefragt, Freunde. Das Projekt kann richtig steil gehen, es kann richtig geil werden. Das wird auch richtig geil, das wird auch weiterhin richtig krass. Es kommt darauf an, was ihr mir vorschlagt. Ich würde es gerne wieder so machen, dass ihr mir Kommentare schreibt, was ihr gerne hättet. Und im letzten Video kamen auch noch Kommentare, wie zum Beispiel defektes Handy kaufen und das wieder reparieren mit dem Displayschaden. Habe ich mir auch überlegt, war auch eine coole Sache, war auch eine gute Idee, waren auch mehrere Kommentare. Aber wenn ihr noch andere Ideen habt, weil das Budget ist ja jetzt größer, dann sagt es mir. Unterbreitet mir diese Ideen in den Kommentaren und Top-Comment wird gekauft, wird gemacht oder am Ende des Tages suche ich mir die ganzen Kommentare zusammen und mache dann auf Twitter eine Abstimmung. Auf jeden Fall eure Ideen, die ihr gerade im Kopf habt, hier unten rein. Bitte. Weil das ging beim letzten Mal richtig geil und ihr habt euch auch danach gefreut. Ihr hattet meines Erachtens mit dem Mofa-Video dann auch voll Spaß und die Folgen mit dem Mofa, die waren auch total geil, also fand ich jetzt. Und ich glaube auch das Feedback, was ich so gelesen und gesehen habe, das interpretiere ich genauso. Ihr fandet es auch geil. Von daher würde ich sagen, meine Kosten sind wieder aufgelistet. Ich habe euch Transparenz gegeben. Ihr seht, was ich gemacht habe. Ihr seht, was ich ausgegeben habe. Das Bargeld liegt hier. Und es wird auch hier bleiben. Weil das ist Geld, was ich nicht benutze für irgendwas anderes, um zu tanken, um irgendwas zu machen, sondern das ist Geld, was ich benutze, um mit euch ein Projekt zu starten oder weiterzuführen. Und das finde ich cool. Mir hat das Projekt mega Spaß gemacht. Ich stehe total auf zwei Rädern. Und ja, es war geil. Es hat mir mega viel Spaß gemacht, es war richtig geil, die Kommentare waren richtig geil, die Resonanz von den Videos war total geil und das will ich weitermachen. Deswegen ist eure Hilfe wieder gefragt, bitte, 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 bitte alles in die Kommentare packen, was ihr habt, was ihr an Ideen habt und dann auch untereinander diskutieren. Das passiert auch manchmal in den Videos, das macht total Bock, das zu lesen und es ist total auch effektiv und auch, das ist geil, es macht einfach Bock, geile Community, vielen, vielen Dank, packt alles rein. Ich sag, das war's von dem Kostenauflisten-Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Transparenz genügt euch. Ich meine, mehr transparent geht nicht. Und ja, wer den Pulli geil findet, auch Daumen hoch natürlich. Und in die Kommentare darf auch gerne mal geiler Pullover stehen. Und ansonsten, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es kommen geile Sachen. Wir sehen uns im nächsten Video. Von daher, bis dahin. Peace.